Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Herz aus Stein von Wiens Nummer 1 in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Herz aus Stein von Wiens Nummer 1, das Ganze am 15. Mai erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Rock. Jawohl, am 15. Mai ist das Ganze erschienen. Die Box zu diesem Album habe ich euch bereits vorgestellt. Und ein paar Wochen, ein paar Monate später, nach Release des eigentlichen Albums plus der Box, erschien dann noch als Draufgabe diese Variante hier, und zwar eine Picture-Vinyl. Die gab es exklusiv über Wiens Nummer 1, der Club. Das ist ein Supporter, ein Fanclub der Band. Und die ist, wie wir hier auf diesem Sticker sehen können, auch streng limitiert auf 300 Stück. Ja, wir haben hier eine Picture-Vinyl. Wir haben das Cover, das bekannte Cover zum Album Herz aus Stein. Hier oben einmal der Schriftzug in Rot. Dann hier Wiens Nummer 1, also der Bandname hier auch nochmal. Und dann haben wir hier den Frontmann, den Sänger der Band, Stefan, mit einem blutenden Herz in Rot. Also ansonsten hier das Cover in Schwarz-Weiß. Allerdings das Herz und das triefende, das tropfende Blut hier rot. Und unten links haben wir hier noch wie so ein Siegellogo, wie so ein Zertifikat. Es ist ein Sticker in diesem Fall in Gold, Limited Edition Nummer 183 von 300. Also, diese Vinyl ist auf 300 Stück limitiert und die wurde auch händisch durchnummeriert. Meine ist in diesem Fall die Nummer 183. Sehr schön. So, dann lesen wir hier noch Wiens Nummer 1, Herz aus Stein, und dann haben wir hier noch das Label, über das das Ganze erschienen ist, Rookies and Kings, und die Katalognummer. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus, dass ich das, was ich angesprochen hatte, also das ist das Logo des Clubs, Wiens Nummer 1, der Club, gepflegt und arrogant. Dann haben wir darunter die Tracklist, und zwar haben wir hier 7 Tracks auf der A- und 7 Tracks auf der B-Seite, bedeutet 14 Tracks gesamt. Hier noch die Beteiligten, die Logos der Labels und natürlich ein Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Hier lässt sich das Ganze entnehmen, ansonsten ist hier nichts weiter drin, nein. Also, wir haben hier eine Picture-Vinyl und die kommt hier in einem bedruckten Sleeve. Bedeutet, die beiden Seiten dieser Papierhülle sind bedruckt. Und zwar haben wir hier die komplette Tracklist nochmal aufgeschlüsselt, inklusive der Lyrics. Jawohl, das Ganze geht hier los vom 1. bis zum 7. Track dieser Seite. Dann haben wir hier auch noch eine spezielle Danksagung, und zwar bezüglich dieser Vinyl, wie die überhaupt entstanden ist. Danke, wir bedanken uns hiermit bei unserem Fanclub, ohne den so ein spezielles Projekt wie unser Album auf Vinyl rauszubringen niemals möglich wäre. Ganz besonderen Dank an unseren El-Presidente Matze, der uns wirklich in allen Bereichen unter die Arme greift und uns so sehr bei der Vinylproduktion unterstützte. Ja, hier dann auch nochmal das Logo. Ansonsten alles voll hier mit Lyrics, mit den Texten der einzelnen Tracks. Hier nochmals das Cover etwas abgeschnitten. Und auf der Rückseite haben wir die weiteren Tracks, die weiteren Lyrics. Dann natürlich ein Foto der 4 Bandmitglieder. Hier dann noch die Infos zu dem Album. Und natürlich, ja, die Leute, die daran beteiligt waren, die Credits. Also hier nochmal die Band aufgeschlüsselt, wer hier mitwirkt, welche Funktion in der Band von wem wahrgenommen wird und entsprechend die Credits aufgeschlüsselt. Ja, dann schauen wir uns noch die Vinyl an, geht hier oben aus der Hülle raus. Und das ist in diesem Fall dann die A-Seite, eine Picture Vinyl hier mit dem Albumcover drauf. Auf der linken Seite Seite A zu lesen und die Tracklist nochmal durchnummeriert hier so am Rand. Und auf der Rückseite haben wir dann die B-Seite, auch wieder hier die Tracklist, 7 Stück durchnummeriert und natürlich das Bandfoto. Ja, hier sind alle zu sehen, Stefan, Kruno, Gerwin und Michael. Und der gute Mann hier, der Kruno, der hat auch hier das Artwork beigesteuert. Also, sowohl zu dem Album an sich, als auch natürlich zu dem, was wir hier auf der Picture-Vinyl sehen, ist das Artwork von Kruno. Ja, das war's soweit. Wir packen die Picture-Vinyl wieder zurück
und fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles hier drin befindet. Wir haben hier die Picture Vinyl mit der A- und B-Seite mit insgesamt 14 Tracks und diese kommt in dieser bedruckten Papierhülle mit den Lyrics und den Credits zum Album. Ja, das Ganze in dieser wunderbaren Vinyl Edition, Herz aus Stein von Vince Nummer 1. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Vince Nummer 1 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.